Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es ist gerade Schonzeit für die meisten Raubfische und ans Meer kann ich auch nicht wirklich fahren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein Video, was ich euch schon wirklich vor langer Zeit versprochen habe und vergleiche die Reiserouten STC Monster versus die Shoreham Boat von Shimano. Bleibt dran! Fuck! Auf den ersten Blick wirken die beiden Routen relativ ähnlich. Es handelt sich hier um schwere Spinnrouten. Beide jeweils fünfteilig, beide mit einem ähnlichen Wurfgewicht, die STC mit 28 bis 110, die Shoreham Boat mit 28 bis 122, die STC mit 3,15 Meter und die Shore-Version mit 3 Meter. Also auf den ersten Blick erstmal relativ ähnlich. Es gibt aber dennoch ein paar Kleinigkeiten oder einige Unterschiede, die ganz schön ins Gewicht fallen und darüber wollen wir jetzt sprechen. Zunächst einmal, wenn wir uns das Griffstück ansehen bei der Routen, fällt uns auf, dass die STC Kunststoff-Endkappe hat. Die gibt dieser Route natürlich Sicherheit auf den Steinen, weil der Moosgummi der Shoreham Boat innerhalb kürzester Zeit in Mitleidenschaft gezogen wird und kaputt geht. Ebenfalls sehr vorzuheben bei der STC ist der Sicherungsring hier am Routengriff. Also damit wird die Rolle gesichert zusätzlich und wird bei vielen, vielen Würfen nicht locker und muss zu keinem Zeitpunkt nachgezogen werden wie bei der Shoreham Boat. Ein ebenfalls großer Nachteil der Shoreham Boat zu STC ist der verkürzte Griff. Das bedeutet, man kann beim Wurf die Rute nicht so schön aufladen wie mit der STC. Zur Shoreham Boat selbst ist anzumerken, insgesamt wird sie mit 6 Teilen geliefert, weil sie nämlich eine Rutenspitze mehr hat als die STC. Wie es der Name sagt, eine Version zusammengesetzt mit 5 Teilen ist für das Uferfischen. Die Version mit 4 Teilen, da lässt man einen Teil der Hauptroute weg und setzt dafür die größere bzw. die massivere Spitze auf. Die ist dann fürs Fischen vom Boot gedacht, beispielsweise in Norwegen. In der Boat-Version hat die Rute eine Länge von 2,40 Meter. Auf der Rutenspitze steht drauf 150 bis 300 Gramm Wurfgewicht. Es gibt Leute, die haben sie in Norwegen bereits schon mit 700 Gramm gefischt, wie man lesen kann. Kann bestimmt funktionieren, ich selbst würde es nicht probieren. Beide Routen fallen etwas kopflastig aus, deswegen sollte man sie idealerweise mit einer 4000er, maximal 5000er Diver Rollengröße paaren, um sie auszutarieren. Ideal laden sich die Routen bei Ködergewichten zwischen 60 bis 80 Gramm auf. Man kann aber auch leichtere Stickbaits wie hier den Needle Stick von Haramis Kafler problemlos damit fischen. Vorteil bei Reisespinnrouten ist natürlich ihre Vierteiligkeit. Vielfältigkeit. Die Vielteiligkeit der Reisespinnrouten ist Vorteil und Nachteil zugleich. Denn während wir natürlich ein wunderbares Packmaß haben, um diese in den Koffer reinzukriegen, ist es auch gleichzeitig so, dass wir am Wasser immer wieder die Steckverbindungen miteinander überprüfen müssen. Denn im schlimmsten Fall verabschiedet sich mal die Routenspitze ins Meer, wenn diese nicht richtig zusammengesteckt worden sind. Insofern sollte man wirklich nach jedem 10. bis 15. Wurf alle Steckverbindungen nochmal überprüfen und fest zusammendrücken. Letzten Endes müsste ich mich für eine dieser Routen entscheiden, muss ich ja zum Glück nicht, ich habe beide, aber müsste ich mich entscheiden, welche ich mit in den Urlaub nehmen würde, wäre es auf jeden Fall die Shoreham Boat. Ganz ehrlich, sie ist 15 cm kürzer, damit fallen die Würfe auch kürzer aus, sie lädt sich natürlich nicht so gut auf wie die Monster. Allerdings ist sie schneller und kräftiger, was gerade im Endkampf mit einem Fisch relativ großen Bonus bringt. Man muss auch sagen, dadurch, dass sie zwei Spitzen hat, wenn mal eine bricht, ist es nicht so schlimm. Man hat noch eine zweite zur Sicherheit und sie ist deutlich versatiler einsetzbar, wenn man beispielsweise auch vom Boot aus auf Naturköder angeln möchte oder eben Norwegen, Pilken. Das würde alles funktionieren mit der Shoreham Boat. Insofern wäre sie mein klarer Favorit, dürfte ich nur eine Route mitnehmen in Urlaub. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.